Hallo, ihr süßen Puppis, willkommen zur neuen Nuttennachlese. Ich habe heute Gastkommentatorinnen und Gastkommentatorinnen. Komm mal rein. Hi. 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 Ryan Schnecken, Gitti Reinhardt und Destiny Drescher. Mhm. So, hello. Neue Nuttennachlese. Also es fing an mit einem Fotoshoot. Das war ganz toll. Team Kokain gegen Team Vorsaft. Ja, ja. Das eine Team hatte einen heißen, schwulen... Da war so ein Nackter mit dabei. Genau, ja. Das war Jazzman. Ja, und da war, dann hat diese eine Dunkelhäutige, die hat mit dem die total fast schon gefickt. Ja, die hat ihm also so einen Maulfick gegeben, obwohl sie ja einen Freund hat und es war ja danach so unangenehm. Hat gesagt, oh Gott, was wird er denn? Aber ich habe erwartet, dass danach es irgendwie so einen emotional Talk am Telefon gibt. Ja, gab's dass der nicht. Freund sich irgendwie beschwert, ja, Mann, aber du bist doch mit mir zusammen und so. Ey, wieso küsst du den? Das finde ich voll scheiße und so. Kam gar nicht. Ja, ProSieben muss Geld sparen. Das war ja, die sind ja in L.A. gerade. Und das geht ja nicht. Die können ja nicht nach unterschichtigen Livestreamen. Hast du vollkommen recht. Und dann war so ein oranger Hintergrund. Und da waren sie mit Ballons. Ja, mit so Luftballons. Die Alternative. Das eine Team hat so ein heißes Schnittchen. Und die anderen haben halt eben Medizinbälle. Die haben so Luftballons. Und da war Yusra. Yusra war mit den Ketten. Das war mit den Ketten. Die hatten orange im Hintergrund, blaue Kleider und die hatten aber Ketten. Welche war denn die Lustlose mit den Ballons? Weiß man nicht. Ja, das ist Laura die, hieß sie bestimmt. War, ja, die hieß bestimmt. Oder Elena. Und da war der Fotograf und der war natürlich wieder total, total fashion. Der hat nämlich schon alle Magazine geshootet und alle Models geshootet und der war total... Und die Super-Elo. Und Coupé. Und der war total fashion. Und der hat dann zu der einen gesagt, mit den Ballons, ey, wenn du keinen Bock hast, geshootet zu werden, dann versteck dich doch hinterm Ballon und so. Und da hat die gesagt, okay, mach ich jetzt. Und dann war die hinterm Ballon. Die ist auch nachher rausgeflogen, glaube ich, oder? Das ist fast, er hat gesagt, sie kann mit dem Ballon nicht performen und deshalb hat er ein Close-Up von ihr gemacht. Ach so, genau. Und dann sahen sie aber alle aus wie Transen auch. Also die Folge war ja total Drag Race. Destiny's Child war es so ein bisschen auch. Ja, das waren ja meine Kinder. Ja, das waren ja die Roten, genau. Das war ja mit. Die waren alle Destiny's Child. Die mit dem Schwulen zusammen performt haben, mit dem Jazzman. Ja, aber Schatz, früher war ja Destiny's Child, waren sie auch zu viert. Also von daher, es war alles. Die unwichtige kleine Fette. So, das Shooting ist vorbei. Ja. Heidi war nicht so begeistert. Die war gar nicht und da. Und dann ach ging's. Doch, war da. Was passierte dann? Dann passierte erstmal gar nichts Wichtiges. Was ist denn danach? Was war denn da nochmal? Hatten sie nicht einfach ihr Practice Walk Ding? Ah ja, genau mit dieser. Genau, passt auf, Leute, passt auf. Dann kam diese. Wie hieß die Mischa Milka hieß die. Milka. Nee, die hieß nicht Milka. Ach, die alle kannten die im Publikum. Dieses Model, die ist schwarz oder wie sagt man, People of Color, Person of Color. Ja. Und die hat aber hier um den Mund um so weiße. Weiße Stellen. Körper. Alles wie so ein Rohrschachttest ist die aufgeteilt, ja. Und dann ist hier weiß und da weiß. Und die war dann zum Practicing für High Heel Walk. War sie dann da. Genau. Und die mussten ja alle in zu großen und zu kleinen Schuhen laufen. Ja. So wie im echten Leben bei Model. Ja. Da hat man ja niemals die Schuhe, die einem passen. Das stimmt. Und dann mussten sie alle da irgendwie practicen. Genau. Und sie haben praktiziert und eine, das kam ja später, auf jeden Fall, sie haben alle irgendwas gemacht und dann mussten sie ja sich gegenseitig rausziehen, Nummern ziehen, Namen ziehen und mussten ja dann gegeneinander miteinander laufen. War wahnsinnig und da ist die eine aufs Maul geflogen. Da gab es diesen Big Eklat. So, und da ist die eine aufs Maul geflogen und dann war hier im Rauschgold leider, weil das Rauschgold hatte ja immer super Technik und genau als sie hingefallen ist, ist der Beamer ausgefallen. Weil sie so fett war. Ja, genau. Weil die Erschütterung. Ja, die ist durch die Fernsehleitung hingefallen und da ist der Beamer ausgefallen und wir haben dann 5 Minuten nicht sehen können, aber irgendwas ist da passiert. Sie ist gestorben. Und dann hat die sich ihren kleinen Zeh ein bisschen gebrochen. Fast angebrochen. Hat aber, passt mal auf, einen ganzen Verband, einen Gips bekommen. Bis hier. Aber es war nur der kleine Zeh, der ein bisschen gebrochen war. Und dann war schon das,
mega, mega Abschluss-Shooting, und zwar das Marionetten-Shooting. Ja, so. Und da, was können wir dazu sagen? Also wir können sagen, dass Jasmin, die Prollschlampe, die hat sich einfach nur hängen lassen, ist durchgefahren mit diesen Stricken. Und dann wer ist gesagt, Jasmin? Jasmin ist die Dunkelhaarige, die den Schwulen geküsst hat. Wo sie sagt, ah, mein Freund. Aber bei dem Shooting sahen sie ja alle sowas von anders aus. Ja, da sahen die aus so wie Transen. Ja, das waren ja alles so, ja, Drag Race. Drag Race pur. Sashay away. Am liebsten hätten wir alle rausgeschmissen. Auf jeden Fall, die meisten haben sie einfach hängen lassen, sind wie nasse Säcke durchgefahren. Ja, also und dann eine war sofort raus und dann waren zwei waren Wackleretts. Und zwar die Yusra war eine Wackleretts und die Laura. Und Laura. Die ist wirklich die Laura. Die sich den Ball vors Gesicht Im halten. Zweifelsfall genau. heißen sie immer alle Laura. Laura. Genau. Ja? Genau. Und dann war Yusra ist raus. Yusra ist die immer schlechte Laune hatte. Genau, die hat gesagt, ey Mensch, ich hab keinen Bock, aber ich verstehe gar nicht wieso, weil, ey, was denken die denn? Ich hab da so total viel Bock und so. Ich gehe auf die Arbeitsagentur, da hab ich auch mal voll viel Bock. Und was wollen die denn? Das sind doch alles so Scheißfotzen. So, weißt du, so ist die. Und dann hat Heidi gesagt, sashay away. Genau. Und Heidi hatte so einen ganz strengen Mittelscheitel. Und hatte Kopfschmerzen. Hier so nach hinten gezogen. Und die war aber auch wieder nur so, ich würde sagen, 25% der Zeit war sie anwesend. Und diese komische Rohrschacht-Test-Model-Frau, die war irgendwie ihr Ersatz. Irgendwie so, mit der Perücke, jetzt zwei Tage die gleiche Perücke. Genau, die hat so eine Pony-Perücke, schwarz, ja. Natürlich eine Perücke. So. Die war billig. Und dann war es vorbei eigentlich schon. Da war es schon wieder vorbei, ja. Und es war heute wahnsinnig. 1, 2, 3. Langweilig. Folgt mir auf YouTube, Instagram, Google Plus, Facebook, Grindr, Instagram und everywhere und Tumblr. Bis nächstes Mal. Bye. Bye. Sharing is caring.